bist du ja. Was ist passiert? Das war Carrie. Sie hat mit Gumball eine ziemlich schräge Junkfood-Orgie abgefeiert. Du durftest das hier alles essen? Oh, Wahnsinn. Naja, so toll war's nicht. Eine Fettschürze! Das ist nur witzig, wenn es jemand anderen betrifft. Nach gestern Abend kriege ich keinen Bissen runter. Carrie hat ein echtes Problem. Sie hat so lange gegessen, bis ich ohnmächtig geworden bin. Und das, mein Freund, darf nie wieder vorkommen. Hey, Gumball. Isst du mit mir zusammen dieses Sandwich? Tut mir leid, Carrie. Ich glaube, ich möchte das nicht nochmal machen. Aber die Leute von der Kantine werden mir nicht das Geld zurückgeben. Okay, aber nur noch dieses eine Mal. Hey, Gumball! Es ist schon wieder passiert, oder? Ja, aber ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn Carrie so gern in deinen Körper reingeht, sorgen wir dafür, dass deine Innereien nicht mehr attraktiv sind. Wie denn? Indem du das hier trinkst. Da, 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 da. Dein ranziges Fischglaswasser? Ja, und dazu kommt noch der Schweiß von Tobias Stirnband, eine großzügige Prise von Miss Simeons Schuppen, 14 Tage alte Unterhosen. Was? Wo willst du die denn her? Ja! Oh. Und ein bisschen Fischbrudel. Das ist eklig. Nein, es ist ein Geisterfernhalter. Fertig? Komm schon, Gumball. Du musst alles austrinken, ja? Fast geschafft, mein Freund. Und jetzt die Augen zu und den Mund auf. Es kommt der Nachtisch. Das ist so lecker. Hi, Leslie. Hallo, Bobbert. Alles klar? Hi, Sassy. Na, schmeckt deine heiße Schokolade? Hey, Gumball. Oh, was für ein Geruch. Ich weiß. Herrlich eklig, nicht wahr? Ich liebe es. Riecht wie die Untoten. Da krieg ich Hunger. Hey, Junge, was gibt's? Was machst du eigentlich, wenn jemand dich um irgendetwas bittet und du willst das eigentlich nicht? Was soll ich sagen? Die Leute bitten mich ständig um irgendwas. Aber siehst du mich jemals irgendetwas tun? Nicht wirklich. Ganz genau. Sohn, Zeit, dass ich dich in die Kunst des Herauswindens einweise. Herauswinden? Erlaube mir, es zu demonstrieren. Bitte mich mal um etwas. Okay. Wie bringe ich Carrie dazu, nicht mehr meinen Körper zu benutzen? Ich würde dir gern helfen, aber ich muss leider ganz furchtbar dringend mal nach dem Hackbraten gucken, den ich im Ofen habe. Ende der Lektion. Ich würde dir gern helfen, Carrie, aber ich muss dringend nach dem Hackbraten sehen. Entschuldige. Dem Hackbraten? Ja, er ist in meinem Schließfach. Du meinst in diesem hier? Nein. Mein Turnschließfach. Es gibt kein Turnschließfach. Ja, ich meinte Toms Schließfach. Wer ist Tom? Er ist mein Arzt. Du meinst, dein Hackbraten ist in dem Schließfach von dem Arzt der Schule? Ja, weil wir hier Thanksgiving feiern. Ach, egal, du kannst in meinen Körper. Mom, ich schätze, ich habe zugenommen. Oh nein, das ist nur Babyspeck, Schatz. Komm rein, wir reden ein bisschen. Oh, du hast doch ein wenig zugenommen. Ich weiß, und Carrie ist schuld. Ich weiß nicht, wie ich sie stoppen soll. Geh rüber und setz dich, Schatz. Wir müssen reden. Also, hast du denn schon mal versucht, zu dieser Carrie Nein zu sagen? Hä? Nein? Hätte ich selbst drauf kommen können. Aber wenn du Nein sagst, dann musst du das auch durchziehen. Ich werde es dir demonstrieren. Richard, kannst du mal herkommen, bitte? Ja? Holst du mir bitte die Schüssel mit den Würstchen aus der Küche? Oh! Jetzt kriege ich eins! Nein, du wartest bitte. Oh je!